Joan Elizabeth Stanley? Was wollen Sie? Ihnen werden 27 Verstöße gegen den Official Secrets Act vorgeworfen. Kommen Sie mit. Ich habe nichts verbrochen. Sie sind seit 1938 aktenkundig. Seit Ihrer Zeit in Cambridge. Die Welt war damals noch anders. Sie wissen doch gar nichts. Ich brauche eine Assistentin. Sie wurden mir sehr empfohlen. Hervorragende Zeugnisse. Mein Fachgebiet ist theoretische Physik. Sogar manche Minister wissen nicht, was wir hier tun. Darf ich denn wissen, was wir tun? Damals in Cambridge verkehrten Sie mit Kommunisten. Du bist wohl Joan. Ich war nie Parteimitglied. Wer hat Sie politisiert? Meine kleine, hübsche Genossin. Ma? Sie sagen, du gehörtest damals in Cambridge einem Spionagering an. Es ist ein Albtraum. Unfassbar, was hier passiert. Was, wenn ein Atom sich spaltet? Unmengen an Energie würden freigesetzt. Wir könnten den Krieg beenden. Russland braucht deine Hilfe. Wir brauchen diese Bombe. Das hier ist reinste Zeitverschwendung. Das glaube ich nicht. Habe ich recht, Mrs. Stanley? Die erste Atombombe wurde auf Hiroshima abgeworfen. Was habe ich damit zu tun? Alles. Russland muss mit an den Tisch? Auf keinen Fall. Wir sind doch Verbündete. Ich erkenne dich nicht wieder. Ich bin deine Mutter. Wenn die ganze Welt zerstört würde, was würdest du retten? Jetzt hängt es an dir, John. Hast du mir eigentlich jemals die Wahrheit gesagt? Ich habe versucht, Leben zu retten. Ich habe mein Land immer geliebt. Wir haben nicht viel Zeit. Denk mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Du weißt gar nicht, wie wichtig du bist.